Tja. Hier ist irgendwie ziemlich viel Wald. Ja. Ja. Einiges an Wald. Ich sehe momentan wo ziemlich gar nichts. Außer Wald. Wobei hier sind Bäume, hier sind Bäume. Wo ist nur der Wald? Ich sehe nur Bäume. Ach ja. Das wäre erstmal schön zu wissen. So. Ob hier irgendwelche Haftnotizen dran sind und mich gleich das Slenderman holt. Ah! Meine Güte, was sind denn hier? Hier sind Tausende an Berge. Was geht denn da ab? Ist das gewollt oder ist das hackermäßig? Dahinter ist ein See. Komisch. Also das ist. Es sieht irgendwie verkehrt aus, aber ob das verkehrt ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. War hier schon mal jemand? Ist das ein Lager? Sieht fast so aus. Also neugierig bin ich jetzt schon, aber ich habe das Gefühl, nachdem da noch ein anderer dort ist, das könnte eventuell eine Falle werden. Selber wäre ich einen epischen Tritt auf den Lärm gegangen. Na, was für denn? Stimmt, der Fall wird schon fällen. Und dann bleibt noch gebrochene Beine, wenn das mir einer hilft. Toll. Werde dann gleich im Regen schwimmen gehen können. Bis die Blutanzeige auf Null ist. Ja, wobei, ich habe es das letzte Mal gesehen, wie lange das dauern kann. 1,5 Stunden und ich war auf 6000 Blut und dann hat es stagniert. Toll. Genießt, gehustet. Gehungert und gedürstet hat der Charakter, aber gestorben ist er nicht. Warum auch immer. Vielleicht lag es aber auch an Lingua, also, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
So, nach meiner Information, die ich hier gekriegt habe, sollte hier irgendwo in der Gegend sich ein Vehikel befinden. Sieht's einer schon? Sollte so ein Jeep sein oder sowas. Ja, ich weiß, Leute, na, Nachtsicht und so, klar. Bisschen schwer zu sehen. Ich meine, das letzte Mal bin ich auch schon am ATV fast vorbeigelatscht, ohne den überhaupt nur zu sehen. Ich bin einfach nur neugierig, ob es den gibt. Wobei es mich ja immer verwundert, dass egal welches Auto man hier irgendwo findet, es sind alle zerstört. Also so richtig alle. Das ist wie fast nirgends kriegt man ein Messer. Ja? Also gut, es muss natürlich immer das Hunting Knife sein. Also ein normales Küchenmesser tut es nicht. Ja? Muss also speziell für die Jagd ausgelegt sein. Ist das ein Zelt? Also mit der Nachtsicht kann man das echt nie genau so sagen, ob das ein Zelt ist oder ob das... Das sieht irgendwie alles so immer zeltmäßig aus. Schrecklich. Dachte ich, das wäre irgendwie eine Straße oder was? Pustekuchen oder so. Na, ich bin auch schon halb rum um den See, also hier soll es nicht mehr sein. Aber das hält mich jetzt natürlich nicht davon ab, dass ich hier mal was trinke. Um später dann wieder meine Flaschen voll zu füllen. Also Wasser stehe ich, kann mal loslegen beim Pinkeln. War ein Witz. Wobei, man muss eins sagen, Chlor fängt ja erst an zu riechen, wenn das Ganze so ein bisschen mit Schweiß oder noch besser Urin verunreinigt wurde. Also wenn es bei euch im Freibad ein bisschen riecht oder im Hallenbad, dann, ja, dann wisst ihr, was Sache ist. Also dann wünsche ich euch viel Spaß beim Baden. Aber es ist echt Wahnsinn. Manchmal sieht man haufenweise von den Tieren und dann wieder fast gar keine. Und als würden die Zombies denen irgendwas zum Fressen geben, bleiben die auch meistens noch in der Nähe. Na klar. Die Viecher sind an die Menschen gewöhnt, aber da kann das ein Zombie jetzt einem Schaf irgendwas gibt, was das Schaf einmal interessiert.
Diese Bergkette sieht echt grandios aus. Da hat man richtig das Bedürfnis, dass man mal oben raufklettert. Um zu schauen, ob nicht irgendwie doch vielleicht noch ein Zelt oder was da oben ist. Das Schöne ist, der Charakter kann auch wirklich, also so gut wie jede Steigung hochlatschen. Der gibt niemals auf. Tja, nix war's. Gute Aussicht. Aber ich muss hier mal kurz eine Pause machen.